Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecil hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gex 2 Enter the Gecko. Heute fangen wir an mit den Bonuswelten, so nenne ich die jetzt mal. Schaltet mal frei, wenn man 4 goldene Remotes hat, 8 goldene und 12 goldene. Also wenn man 12 goldene hat, hat man alle. Und in der N64-Version gab es hier Gex Custor, das Wasserlevel. Das gibt es hier nicht. Deswegen müssen wir noch zur N64-Version switchen. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Heute fangen wir hiermit an, weil es chronologisch der erste ist. It's daytime. Lava Dabadoo. Okay. Navigate the River of Fire. Letztes Mal haben wir die Bonus-Level abgeschlossen. Oh, die Dino-Level. Ja, wisst ihr, was bei den Dino-Level abgeht? Hier gibt es, glaube ich, auch immer ein Secret noch. Secret Remote. Wir sollen uns gut umschauen. Ich glaube, die Fleischkeulen brauchen wir hier nicht. Ich sammle jetzt mal trotzdem, okay? Wir haben ja Zeit. Ich habe mir den ganzen Part für diesen Level genommen, ne? Also, von daher müssen wir jetzt nicht hetzen. Ah, das ist der normale Weg. Na gut, meinetwegen. Ich glaube, man muss hier nicht die 100 Sachen, sag ich schon wieder. 30, 40, 50. Mehr als 100 sind das ja. 120. Ich glaube, was hat er auch gesagt in Gex 1? Auf der Oberwelt von Dschungelwelt. Oh, das wird jetzt auch wieder mies. Look out! Immerhin haben uns die Höhlenmenschen gewarnt. Was für ein liebe Höhlenmensch, ne? Falling Rock. Ich bezweifle, dass die in der Steinzeit schon solche Schilder aufgestellt haben. Okay. Ist okay. Okay, so haben sie sich das gedacht. Das sind jetzt so die Expertenlevel, nenne ich das jetzt mal. Für die absoluten Oberpros von Gex 2. Zu denen ich mich nicht zählen würde, ne? Ja, wir müssen den ganzen Weg zurück. Ist das nicht schön? Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, ist auch gemein, ey. Kam direkt die Kugel. Ja, moin. Ja, moin. Was passiert hier? Hier bin ich safe, okay. Schaffen wir es auch, wenn man hier einfach bleibt? Ja, probably. Ja, okay, Adrian! Ich glaube, es gibt auch keine Checkpoints. Das heißt, wir werden gleich wieder am Anfang sein. Ja, mit 2 Energie in dem schweren Level werde ich leider nicht weit kommen. Außer das gilt als Checkpoint, wovon ich nicht ausgehe. Hallo, du nicht geschlüpfter Dino. Today's Fire Danger. Hi. Wir haben einen Vulkan, ist klar. Was wollt ihr von mir? Ihr wollt nicht. Ja, gut, dann machen wir es doch mit Safe States. Was ist das denn für ein komisches Viech? Hey, wie soll man denn da sonst draufkommen? Das frage ich mich jetzt wirklich. Da muss ja erwischt werden, da muss ja der Mensch boosten, um da reinzukommen, um da hochzukommen. Hey? Äußerst merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Äußerst merkwürdig. Ich hoffe, wir müssen das nicht sammeln. Warum steht... Das extra Leben stand auf dem Kopf. Okay. Wahrscheinlich, weil wir auf dem Kopf stehen. I don't know. Die ersten Treffer waren halt ein bisschen unnötig. Bei den Steinhagel bzw. Lavahagel. Kamera, Kamera. Boah, ist der Assi platziert. Seriously. Friss mal einen Kung Fu Kick. Pardon my tongue, darling. Weil sich mit der Zunge hochzieht, okay. Ach, keine Ahnung, was ist das denn jetzt hier wieder? Das wäre der reguläre Weg gewesen, natürlich mit diesem Kung Fu Kick. Die wahren Skiller. Mhm. Die Nordszene. Solange der T-Rex nicht kommt, ist alles okay. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Zähl mir nix. Das ist nicht der Anfang, Leute. Stimmt was nicht.
ein anderer Bereich. Sieht nur ähnlich aus. Okay, das hat gut geklappt. Das kann nicht der Anfang sein. Das ist ja komisch. Geht das weg? Kommen hier irgendwie Steine vor oben? Na gut, wir sind hier in der Cartoon-Welt. Ich verstehe. Die Fliege wäre ich nicht... Ah doch, das ist eine Lebensfliege. Wäre das eine extra Lebensfliege gewesen, dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht geschluckt, tatsächlich. Ist das der richtige Weg? Sag mal. Es fehlt doch noch eine Secret Remote. Wo könnte die denn sein? Drop Loop. Boah. Achso. Das war das Zeichen von wegen. Lass sie mal fallen. Du wirst es nicht bereuen. Und ich hab's nicht bereut. Wer hätte es gedacht? Hier auch runterfallen lassen? Okay. Ihr sollt einfach den Höhlenmenschen vertrauen, Leute. Ich sollt ihnen vertrauen. Tja. Wo war das Secret? Hier ist ein Checkpoint. Das gefällt mir. Na dann. Supi sup. Ich weiß aber nicht, wo das Secret war. Damn. Na gut. Machen wir erstmal normal weiter. Da springe ich bestimmt nicht ab. Hier war vielleicht das Secret. I don't know. We will see. We will see. Warum habe ich das gemacht? My doctor says my lantern. Hat aber geklappt. Not bad. Oh, ich hätte switchen müssen. Ja gut, ja, wusste ich, dass sie jetzt untergehen? Man sieht ja nichts mit der schönen Kamera in dem Spiel. Hat er nichts gesehen? Woher soll ich wissen, dass ich da abspringen muss? Wow. Gibt's hier doch? Das kann doch nicht sein. Hier gibt's nicht eine extra Remote für die Tokens, sag ich jetzt mal. Das wüsste ich. Aber es wäre möglich. Ach so, du musst hier wirklich hoch. Weil da Lava-Fontänen auf dich zukommen. Das ist ja krass. Gut, das hat geklappt. Jetzt müssen wir hier rüber. Hat auch diesmal geklappt. Leute, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Hier rüberjumpen, nicht in Lava fallen, nicht in Lava fallen. Sehr schön. Okay, wie das auch immer geklappt hat, ist mir ein Rätsel. Ja gut, ne? Wie kann man die denn besiegen, diese scheiß Schlangen? Die sind echt nicht witzig. Boah, der Level hat's in sich. Ah, okay, die kann man einfach so zerschmettern. Oh, da war noch eine. Hier war, glaube ich, die Secret Remote. Ich kann leider nicht hochgucken. Aber selbst wenn die da war, wie soll ich nur hochkommen? Das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Was ich erzähle. Oh Gott, die Musik. Der T-Rex kommt, so nach Motto. Ich kann leider nicht hochgucken. Warum ist hier ein Dino? Ist das Safe State mal, ob man da klettern kann? Man kann ja klettern, das ist so fies. Vielleicht war doch hier das Secret. Ja, nee. Nee. Da ist aber was, Leute. Da ist was. Wie? Wie? Seht ihr das? How convenient. Those programmers think of everything. Wie kommt man da hin? Ist mal ernsthaft. Damage boosten. Nee, hier durch komme ich nicht. Ah, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Dann weiß ich, wo die Secret Remote war. Ich weiß nämlich noch, es hat irgendwie was mit so einem Lava-Wasserfall zu tun. Und hier seht ihr es. Wenn Gex es überleben wird, zumindest. Na, Gex? Frage ist auch, ob man hier nochmal gut zurückkommt oder nicht. Es wird nicht einfach. Ist natürlich nicht so gedacht. Ja, natürlich ist nicht so gedacht. Ja, okay. Okay.
Hier ist doch definitiv was versteckt. Und es ist das Secret, seht ihr es? Nee, das ist kein Secret Remote, das ist wieder so ein Clip. Ach so, das gibt's auch wieder. Das ist wieder so, das gibt's auch nicht in der N64-Version. So eine Cutscene ist das. Die gab's ja in Gags 3 auch, falls ihr euch erinnert. Oh Gott, mit der Lebensenergie. Oh, ist der Level hart. Also wenn hier noch eine Secret Remote ist, dann werde ich das mal nachschauen müssen, aber ich weiß jetzt nicht. Und das ist der Tod. Gut. Weil ich jetzt den Safe State nicht neu war. Schon gerne wieder meine Lebensenergie. Not gonna lie. Boah, der Level ist echt schwer. Ich hoffe, es blieb jetzt gespeichert. Genau wissen tue ich das leider nicht. Schade, ne? Ich weiß echt nicht. Oh nee, warum bin ich hier abgesprungen? Nur wegen Dinosaurier werde ich öfter sterben, kriegen wir noch die 100. Rüber hier. Rüber hier. Rüber hier. Rüber hier. Wie das gehen soll, ist mir ein Rätsel. Das check ich nicht, wenn ich da ducken soll. Oh, diese scheiß Schlange, ne? Sind wir hier wieder? Ich habe Angst, dass es nicht eingesammelt blieb. Ich gucke nochmal. Außer irgendwie zu erleben. Doch, ist es doch eingesammelt. Das ist gut. Spiel merkt sich das. Das sind die guten Spiele, ihr Lieben. Das sind die guten Spiele. Das sind die schlechten Spiele mit der Kamera. Mann! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Spiel wäre so perfekt, ne, wäre die Kamera besser. Die Kamera ist halt utter garbage, leider. No swimming. Ach, schönes Warmbade-Erlebnis hier, ist doch nicht schlecht. Burn to death, ja, das kann ich gar nicht verstehen, wie man hier burn to death sein kann. Gönn dir Gags. Oh, die fahren so komisch. Seht ihr es? So mit Twists and Turns. A raft! How convenient. Those programmers think of everything. Was? Ein Schloss? Wie entspannt. Die ProgrammiererInnen haben an alles gedacht. Okay, Gags. Okay. Das ist auch eine sehr schwere Stelle. Ja, einer der schwersten Level im Spiel. Müssen wir uns nichts vormachen, ne? Weil darfst das mit der Zunge nicht mal, weil, ja, Zeit, Zeit. Das kostet Zeit. Oh, ist das doof. Komm schon, Gex. Ich komme hier nicht hoch. Das muss so krass schnell gehen. Jetzt, 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 jetzt. Let's go, Gex. Bisschen Damage boosten, ist vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Very nice. Ich hoffe, du brauchst die Token nicht. You cut up his brain, you bloody baboon! Okay. Jetzt haben wir eine neue Ladezeit. Er ist einfach gefangen in irgendeiner Gefängniszelle in der Steinzeit. Sehr strange, wenn ihr mich fragt. Oh, das ging aber sehr schnell. Können wir den Scream-Tealer ja doch nochmal, ne? Ich frage mich, ob das alles ist. Schon, ne? Weil sonst steht's da immer. Na gut. Machen wir den Scream-TV-Level noch. 13-Minuten-Part will ich jetzt nicht hochladen. Reite die fliegende Garnitur. Ja. Hier weiß ich tatsächlich, wo das Secret ist. Da muss man sich irgendwo runterfallen lassen. Das ist auch ein sehr schwerer Level. Welcome to Under This Old House. Das sind eher Jump-Run-Parcours-Level, ne? Ihr seht's. Nicht so, ja, Rätsel und gucken, was abgeht. Das sind eher Jump-Run-Parcours-Level, die halt echt knackig sind. Oh Gott. Live in the dark side. Ja, nimm mal alles mit. Wie gesagt,
Ich sammle trotzdem alles ein, was ich so sehe. Hey? 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 Was war das denn? Na gut. Kürbis! Happy Halloween! Die Mehl wieder. Ist das für mich gern Dracula da hinten? Oh, no. Rip Taylor's. Was? Rip Taylor's? Taylor Swift? Was mit ihr Halloween gefeiert? Gags? Heftig. Gute Kamera. Okay. Ihr wisst, was passiert, wenn man hier runterfällt, ne? So voll am Anfang. Will ich jetzt nicht so. Wait. How about no? Wie gesagt, wenn ich da runterpurze, bin ich wieder am Anfang. Ich glaube, hier ist das Secret. I'm on fire! Seht ihr es? Clipping-Fehler. Ihr seht's nicht, weil ich da bin, ne? Da unten müssen wir hin. Kann ich da einfach so runterjumpen? Probably. Ja. It's tail time. Sehe ich auch zu 100% diese komischen Dinger da einzusammeln. Ach, Frankenstein oder was auch immer du darstellen möchtest. Zombie-Schätzchen, ja. Tschüss, Mann. Ich will nimmer wieder sehen. Oh Gott, diese Bilder. Oh, nichts mehr machen dürfen. Ich weiß, so der eine Halloween, beziehungsweise Grusel-Level, da habe ich mich so erschrocken. Jumpscare. Und plötzlich so ein Geist da war. Fällt hier was runter? Nö. Nee. Es gibt ja diese Geister, die Fässer schmeißen, als wären sie Donkey Kong. Boah. Hä, was haben die EntwicklerInnen sich denn gedacht für Eidos? Ja, wir machen da jetzt creepy Bilder. Ich meine, das sind die Macher von Blood Omen und Legacy of Kain und so, ne? Das ist, also, wundern tut mich jetzt hier nichts. Ich hab's mir schon fast gedacht. Wie gesagt, ich mach das, um euch und mir Zeit zu sparen. Kann ich mich auch mal anstrengen und es beim ersten Versuch schaffen. Das ist von den Cover aus Gags 1. Ist halt jetzt nicht creepy, ist einfach ein Easter Egg. Oh nee, die Feuerspeier. Die waren gemein. Aber man kann die besiegen, wie man das macht. Den Tail Jump. It's Tail Time. So, schön viele Bücher. Definitiv. Und Lava des Todes. Don't take advice from Joe Piscopo. Hä? Okay. Mhm. Viel zu viele Wege. Die Grabsteine können mir gestohlen bleiben. Zwar gesagt, ich sammle alles ein, aber... Ja, ne? Nichts, wo es mir zu dumm ist, zu risky. Ja, die kann ich einsammeln. Da hinten? Keine Ahnung. Ah, ist ein bisschen zu tricky. Warum leuchten manche rot, manche grün? Ich fliege, sammle ich jetzt mal nicht ein. Ich bin cocky. Denk mir so, nö, brauchen wir nicht. Oh, da fall ich wieder ganz runter, ne? Fledermaus? Neuer Gegner? Die hatten wir noch nicht. Noch keine Fledermaus. Ich glaube, in Gags 1 gab's die. Zumindest fliegende Augen in der Asia-Welt. Und wer bist du, was für ein Monarch? Gott, der eingebildet, der guckt. Heftig. Der sieht aus wie der Sänger von Amorphis. Komm. Spuck dein Feuer. Und jetzt spuck ich auf dich. Deine Existenz damit dahin schwindet. Man sollte einfach nur die Feuerreichweite kennen, aus Reichweite bleiben und dann... It's tail time. Wie viele Feuerspucker sind da hinten? Ach nee, das sind die Jason-Masken. Ich dachte, das wären alles Feuerspucker. Hätte ich dem Spiel zugetraut. Sagen wir es mal so. Hätte ich dem Spiel zugetraut. Yay! Scatman. I'm a Scatman. Wah.
Wow. Ist das für ein Scheiß? Das ist beängstigend, wenn ihr mich fragt. Teilzwar, Jezwar. Na gut. Ich will da irgendwie nicht lang bei Echsen, von daher nehme ich den Weg. Der bringt mich aber nur zu einer Lebensenergie. Oh, ich werde runtergeschoben. Boah, wie gemein. Okay. Cooler Level. Cooler Parcours. Mag ich. Nicht schlecht. Aber leichter als der Dino-Level, oder? Viel leichter. Der war richtig schwer eben. Das war knapp. Sesam, öffne dich. Wo war das denn nochmal? Guck mich nicht so an. Du Blödmann. Out. Ja, okay. Erste Treffer hier in der Welt. Wo war das denn nochmal? War das hier? Ugly is as ugly does. Hier war das. Okay. Komm her, Schätzchen. Komm her. Danke, danke, danke. Und stirb. 17 Dinger von 50. Oh nein, Chucky ist auch back. Chucky, sei ein Good Guy. Oh scheiße, er ist ein Bad Guy. Siehst aus wie Martin Luther. Kann mir nie helfen. Ich hätte doch die Lebensenergie aufsammeln müssen, ich verstehe. Diese drehenden Hellebarden, das ist ein bisschen seltsam. Kann man sehr schnell getroffen werden, glaube ich, wenn ich aufpasse. Na? Gut, jetzt brauche ich einen Safe State, weil sonst wisst ihr ja, wo wir sind. The real estate wizardry of Tom Vu at work. Der bleibt da. Ach so. Klettern. Ich finde, hier sieht man, was sind die gut in der Welt. Creepy. Creepy. Teufel, der Jesus besucht, oder was? Sieht das aus? Er ist nicht gejumpt. Gags. Gex, du bist ein Vollhonk, echt. Er ist einfach nicht gejumpt. Er ist einfach nicht gejumpt. Okay, der Level ist jetzt doch ein bisschen schwer geworden. Gut, das lag jetzt am Spiel, ne? Er ist einfach nicht gesprungen, aber... Der Level ist doch ein bisschen schwerer geworden. Ja gut, von denen lasse ich mich jetzt aber nicht in der Pfanne hauen. Von den Kürbissen? Nee, du. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Oh, schon wieder diese bewegenden Hellebahnen. Das ist nicht cool. Warum sind hier fliegende Tische? Gibt das irgendwie Lebensenergie? Natürlich nicht. Geht's einfach nur weiter. Okay. Kamera in Gex 2. In Nutshell. Gesundheit. Flying Furniture Field. Sieht aus wie ein Cannibal Corpse Cover, ey. Diese Bilder. Eieieiei. Ja, moin. Neue Gimmicks. Solche Gräber hatten wir noch nicht. Solche Särge. I'm invincible. Das glaube ich nicht bei deiner Lebensenergie. Brauche ich noch 9 Masken? Aber wie gesagt, gibt's eh nichts. Wie drehen die sich denn? Das ist ja voll fies. Wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Das ist nicht so gedacht. Erzählt mir nichts. First try. Was ist ja? Ich wusste, dass das Schack hier ist. Das engen Kack mich hier wieder erwartet. Und? Telltime! Ne, gibt nichts. Nur ein Leben. Ja, jetzt haben wir schwarz auf weiß. Für die Hater, die mir nicht geglaubt haben. Da hab das. Gib nur ein Leben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, einfach ruhig sein, sich das in Ruhe anschauen. Oh fuck.
Dann geht das auch mit der Hellebarden. Ich sag nicht, dass es einfach ist, aber dann geht das. Außer man sieht nichts. Das kann natürlich passieren. Okay, der Tisch in der Mitte kippt. So ein sehr schnell rüber. Don't forget to pay the gravity bill. Vergess nicht, die Schwerkraftrechnung zu zahlen. Okay. Hä, was bringen wir das? Was musst du mehr bringen? Wo geht's weiter? Erzählt mir nichts, ey. Wo geht's weiter? Boah. Hä? Da oben. Da hast du das Ende. Ich dachte, es kommt noch so ein Fasswerfer oder so. Na gut. Kein fasswerfender Geist, der denkt, der wäre Donkey Kong. Ah, jetzt müssen wir hier hoch, okay. Von Tisch zu Tisch. Auch hier wollen die Sprünge gut durchdacht sein. Aber das war ein First Try. Nicht schlecht. Geiler Level. Richtig guter Level. Das ist doch voll Intro-Cutscene. Ja, ich weiß zwar nicht, was das für ein antikes chinesisches Geheimnis ist. Deine Kung-Fu-Künste oder was? Das sind immer nur so kleine, belanglose Szenen. Das war in Gags 3 nicht anders. Aber ist irgendwie ganz lustig. I don't know. Gags in dieser High-Quality-Grafik zu sehen, ist cool. Aber soll ja auch noch irgendwann ein Remake kommen mit allen drei Teilen. Dann wisst ihr ja genau, was ich da mache, ne? Alles nochmal Let's Playen. Kein Problem mit. Wobei, ohne Save-States wird schon nervig. Na gut. Muss ich das halt cutten immer. Weil ihr werdet keinen Unterschied spüren. Da, wo ich ein Save-State setze, werde ich dann halt wieder hinspielen. Das würde ich dann rausspielen, dass ihr die Laufwege nicht tausendmal habt, wenn ich sterbe. Naja, beim nächsten Mal gibt es das letzte Level, Risopolis. Und im übernächsten Part switchen wir zur N64-Version. Der übernächste Part wird der letzte Part sein mit der Endboss. Ja. Leute, Daumen hoch. Falls euch falls nicht gut ist, wie wir favorisieren. Sonst bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!